Nachdem in der Nacht zum heutigen Montag die amerikanische Großbank Morgan Stanley die Aktienmärkte global abgestuft hat, stellen sich jetzt einige die Frage, ist der Markt zu teuer? Gemeint ist damit vorwiegend die Wall Street und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben heute nach dieser Abstufung von Morgan Stanley zwei Analystenhäuser, die sich sehr negativ geäußert haben. Das erste ist der Bernstein, die gesagt haben, ja, die Tech-Aktien sind schlichtweg zu teuer. Wir haben ja jetzt am Freitag gesehen, vergangenen Freitag, bevor die US-Arbeitsmarktdaten oder mit den US-Arbeitsmarktdaten, haben wir die Tech-Komponente, die Tech-Werte im S&P 500 auf einem neuen Allzeithoch gesehen. Dann kamen aber die starken oder stärker als erwarteten Arbeitsmarktdaten und das hat so ein bisschen die Zinssenkungsfantasien gedrückt. Und wenn die Zinssenkungsfantasien gedrückt werden, stellt sich die Frage, naja, ist diese Bewertung wirklich noch gerechtfertigt? Dann eine Abstufung von Apple durch Rosenblatt, hier in Deutschland relativ wenig bekanntes amerikanisches Analysehaus, aber Apple deutlicher im Minus, die ganzen FANG-Aktien daraufhin im Minus. Das ist das Tagesgeschehen heute an der Wall Street. Es ist insgesamt relativ ruhig, relativ umsatzschwach, in Deutschland dominiert. Vor allem das Geschehen um die Deutsche Bank, nach dem Kahlschlag die Aktie der Deutschen zunächst mal positiv reagiert, aber dann deutlich ins Minus gerutscht, weil man sich offenkundig die Frage stellt, naja, schön, wenn ihr schrumpft, aber wo ist dann eigentlich das Geschäftsmodell geblieben? Und das wird wohl die Frage der nächsten Monate sein. Schauen wir uns mal ein paar Fakten, ein paar Argumente an, die begründen könnten, warum wir möglicherweise ein bisschen zu teuer sind hier. Wir stehen wahrscheinlich vor einer Rezession in den USA. Die New York Fed hat ein Modell, das Rezessionsrisiken ermittelt. Hier stehen wir bei 32,9%, dass innerhalb der nächsten 12 Monate eine Rezession eintritt. Und wenn wir uns mal diese 32,9% hier in diesem Chart anschauen, dann sehen wir, dass jedes Mal, wenn wir ein solches Niveau erreicht haben, dann hier so etwas eintrat, hier diese dunkleren Balken, das sind Rezessionen. Dementsprechend ist das eine Art Point of No Return. Das heißt, wenn wir auf solchen Niveaus waren bei der Rezessionswahrscheinlichkeit, dann ist sie auch gekommen. Dementsprechend muss man dann die Frage stellen, naja, wenn dem so ist, wie werden sich Aktienmärkte dann schlagen, wie werden sich die einzelnen Unternehmen dann schlagen? Und genau das ist die Frage, zumal wir eben eine so immense Abweichung haben zwischen den Konjunkturdaten. Das ist hier der Macro Surprise Index. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt. Hier der dunkle Graph und der hellere ist der S&P 500. Die Divergenz, die Differenz zwischen beiden ist immens groß und da wird dem einen vielleicht ein bisschen schwindelig oder dem anderen und der sagt sich dann, naja, Leute, das ist ein bisschen übertrieben. Wenn jetzt eben die Situation ist, dass wir erstens vor einer Gewinnrezession stehen hier, auch diese Grafik hatte ich schon gezeigt, wir erwarten ja im zweiten Quartal einen Rückgang der Earnings, der Gewinne von 2,6%, aber die Earnings, die Gewinne sind ja nur die eine Geschichte, die sind ja verzerrt, vor allem durch die Aktienrückkäufe. Da ist ja viel Angebot vom Markt genommen werden, sodass sich der Gewinn einfach durch weniger Aktien teilt. Das ist einer der Geschichten, die zu diesem Bild gehört. Eine andere ist, dass wir sehen, diesen IPO-Wahn kann man fast schon sagen. Wir haben ja Airbnb, Uber, wie sie alle heißen, wahnsinnig viele Unternehmen sind hier an den Markt gegangen, teilweise mit Erfolg, teilweise mit weniger Erfolg. Wir sehen aber, dass das durchschnittliche Volumen, das an Kapital hier aufgenommen wurde, so hoch ist wie noch nie. Es ist also auch hier eine Bewertungsfrage, die hier relevant ist. Und wir sehen, dass auf der anderen Seite eben der Zinssenkungszyklus, der jetzt wohl ansteht, meistens eigentlich fast immer vor einem wichtigen Event stand, wie hier diese Dinge zeigen, Subprime-Krise, Tech-Bubble, Stock Market Crash 1987, lateinamerikanische Schuldenkrise und. Also jedes Mal, wenn die Fed dann in einen Zinssenkungszyklus eingetreten ist, dann kam irgendetwas, was sozusagen auseinanderbrach, was dann auch zu einer stärkeren Marktreaktion geführt hat. Ob es diesmal so ist, die Märkte denken sich, naja, wir haben so ein bisschen den Fed-Put, den Powell-Put. Wir haben also die Garantie, dass die Fed uns dann helfen wird. Und das Problem ist, dass Morgan Stanley eben sagt, naja, schön und gut, wenn die Fed die Zinsen senkt, aber wird das eben aufwiegen, dass die ökonomische Situation sich absehbar weiter verschlechtern wird? Morgan Stanleys Antwort ist nein. Dementsprechend eben diese Untergewichtung von Aktien durch die US-Bank und jetzt muss man sehen, wie eben die Earnings kommen und man muss sehen, wie die Fed jetzt gelagert ist. Am Mittwoch
wird Jerome Powell dann vor dem US-Abgeordnetenhaus eine Rede halten, respektive Frage und Antwort stehen vor dem US-Abgeordnetenhaus. Und da muss sich diese Zinssenkungserwartung, die inzwischen ein bisschen gedämpft ist, aber gleichwohl immer noch vorhanden ist, die Märkte erwarten hier deutliche Zinssenkungen, nämlich 2,5 bis Dezember, ob das gerechtfertigt ist. Wir leben also, die Wall Street lebt vor allem von den Zinssenkungsfantasien, die sind ein bisschen eingetrübt, das ist der Grund, warum es heute vor allem ein bisschen schwächer geht, oder weil eben dann, wenn die Zinssenkungen nicht so kommen, die Bewertungen zu hoch sind angesichts der Gewinnrezession, die wir sehen, und angesichts der doch deutlich abnehmenden Konjunktur. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an, wie sie sich heute darstellen. Wir starten mit dem S&P 500. Nein, das ist der Dow Jones. Da sind wir bei 26.776 Punkten. Wir sind hier von 27.000 runtergekommen. Noch nicht wahnsinnig viel passiert, aber es sieht eben so aus, dass wir hier runde Marken erreicht hatten. Beim Dow Jones die 27.000er Marke. Neues Allzeithoch. Da hat man also ganz knapp ein neues Allzeithoch erreicht und dann ist es nicht selten, dass dann eine Korrektur kommt, wenn nicht Anschlusskäufe gleich mit reinkommen. Wir sehen den S&P 500, der hier deutlich Druck kriegt, 2972 aktuell. Wie gesagt, da ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert, aber es ist eben doch so, dass wir hier rote Kerzen sehen, auch im Nasdaq 7768, der Nasdaq 100. Was macht der DAX? Der hält sich so einigermaßen wacker, der wirkt so ein bisschen uninspiriert. Da ist irgendwie so ein bisschen Lethargie heute am Start, kann man sagen. Weniger Lethargie allerdings bei der Deutschen Bank, wenn ich sie finde. Da ist sie. Die ist heute Morgen angesichts des Kahlschlags 18.000 Stellen abgebaut, Rückzug aus dem Aktienhandel, Umstrukturierungen, die viele Milliarden Euro kosten. 4 Milliarden sollen erstmal jetzt aufgewendet werden, um die Sicherheitssysteme mithin, also die veraltete IT, ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und wir sehen die Aktie. Und zunächst mal deutlich positiv auf diesen Kahlschlag reagiert, weil man sich gesagt hat, okay, Kostensenkung, das ist eine gute Geschichte, aber wo ist das Ertragsmodell? Diese Frage wird bleiben. Die Aktie ja seit dem Tief im Vormonat über 20% gestiegen. Dementsprechend hat vielleicht das Management jetzt gerade diese Entscheidung getroffen, weil die Aktie gestiegen war und man so ein etwas besseres Sentiment derzeit vorgefunden hat. Schauen wir uns noch den Euro an. Der ist doch unter Druck. Wir sind bei 1,1208. Das sieht jetzt gefährlich aus. Hier sollte diese 1,12er Marke besser halten. Wir sehen auch, dass Gold ein bisschen unter Druck kommt. Da sind wir bei 1.394 und das sieht so ein bisschen im kurzen Zeitfenster zumindest ein bisschen toppisch aus. Es sieht so ein bisschen aus, als könnte der Höhenflug jetzt beendet werden. Das wiederum hängt dann vielleicht zusammen mit der Dämpfung der Zinssenkungserwartungen, von denen ja Gold am meisten profitiert hat. Wenn die Zinsen fallen, dann wird der Nachteil, den Gold hat, nämlich eben nicht verzinst zu sein, deutlich geringer. Und hier sehen wir den Ölpreis, $57,80, natürlich auch im Eindruck der Iran-Krise. Donald Trump wieder mit harschen Aussagen gegen den Iran. Ihr werdet nie eine Atombombe haben. Und wenn ihr sie haben wollt, dann werden wir das verhindern, notfalls mit Krieg. Das ist also die Situation. Etwas uninspiriert heute, Schwäche am Markt, aber noch nicht wirklich eine Entscheidung. Die wird wohl zumindest ansatzweise erst fallen, wenn Jerome Powell dann am Mittwoch Aussagen trifft, die die Märkte stark schütteln dürften. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend und sage Tschüss.